Einen wunderschönen guten Tag zurück auf der polnischen Karte im LS22. Das wollte ich sagen. Ich habe gerade kurz wieder mal eine Denkpause gehabt. Genau, wir sind kurz vor unserem Feld. Vor dem letzten mit Schwarz. Ach, Entschuldigung. Mit Schwarz machen. Schwarz ziehen. Schwaden. Wie auch immer. Ups. So. Ist hier. Habe ich da so. Uiuiui. Geht sogar. Sehr gut. Genau. Hier letztes Feld. Jetzt einmal noch Schwaden. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. Und dann geht das Ganze hier nämlich weiter mit Ballenpressen gleich im Anschluss. Und ja. So geht es hier rund. Wobei ich kann, ja nee, in der Folge auf jeden Fall Ballenpressen. Jetzt habe ich es so lange angeteasert, jetzt machen wir dann auch Ballenpressen. Weil ich jetzt gerade kurz überlegt habe, ob ich dann erstmal wieder aufs Dreschen umschwenk. Hätte man so ein bisschen eine gröbere Mischung, aber das macht jetzt gerade wenig Sinn. Das ist doof. Das ist doof. Nee, deswegen, da bleiben wir jetzt beim erstmal Grünland. Vielleicht, dass wir, bevor wir die Ballen sammeln, dass wir dann erstmal dreschen nochmal, dass wir unser letztes Feld noch runterholen und dann quasi die Ballen sammeln. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Da ist ein ganz schönes Loch drin. Es sind allgemein ganz schöne Löcher drinnen in dem Acker. Hier wäre es tatsächlich so links und rechts von dem diese Freiflächen wären schon gar nicht schlecht, um da nochmal Bäume zu pflanzen oder so. Aber allein das, das ist ja das andere. Durch das, dass ich mit Seasons spiele, ist ja utopisch lang, bis die Bäume mal wachsen. Also bei aller Liebe, bis ich da mal einen Baum wirklich fällen kann, sind ja, weiß nicht, was waren das, 24 Monate? Bis der voll ausgewachsen ist, ich glaube, oder 24 Tage. Also ja gut, ist er bei mir jetzt in dem Fall gleich, weil Monat gleich Tage, also irgendwie 2 Jahre, kommt das hin? Ich weiß es gerade nicht, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, aber es ist, ja, 2 Jahre muss ich erstmal hier durchbringen auf der Karte. Das ist echt heftig lang. Von dem her weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Am besten wäre es natürlich jetzt dann zeitnah irgendwann die Gerätschaften zumindest zu kaufen. Beziehungsweise zumindest die Setzlingsmaschine, dass man mal welche pflanzen kann. Das wäre jetzt so das Einzige, wo ich sagen würde, ja okay, das macht Sinn. Ja, aber ansonsten wird es echt schwierig. Sorry. Hier hat heute mein Headtracking auch ab und zu wieder so ein bisschen seinen Schläfrigen. Zappelt dann wieder so unkontrolliert rum. So. Schön, aber selten, oder so rüber. Okay. Ja, da hinten die Ecke. Das war mir schon klar, dass das jetzt nicht so richtig geil wird, weil es da hinten so dermaßen eng ist, dass du nicht wirklich zu Rande kommst. Aber ja. Geht ja ganz gut von der Hand, das Ganze. Das ist das, was mich jetzt am meisten interessiert eigentlich, dass das Ganze in einer annehmbaren Zeit vonstatten geht, dass wir einfach hier dann zügig auch weiterarbeiten können. So. Genau.
Nicht wundern, dass ich nichts bezüglich Precision Farming sage. Das müsste jetzt eigentlich, glaube ich, schon draußen sein, glaube ich zumindest. Aber ich nehme gerade so weit vorher auf, oder so weit, aber es ist jetzt gerade bei mir Karfreitag, wo ich aufnehme. Ich nehme jetzt gerade noch ein paar Folgen hier auf und heute Abend geht es dann auch erstmal übers Wochenende weg. Das heißt, da geht gar nichts mit aufnehmen. Nächste Woche relativ viel um die Ohren in der Arbeit, wo ich auch nicht zum Aufnehmen komme. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt relativ früh schon auf. Und ja, dementsprechend gibt es jetzt natürlich noch kein großes Statement oder irgendwie eine Info von meiner Seite, dass ich jetzt Precision Farming drauf habe und hier Mod-Ordner benutze, beziehungsweise zumindest schon mal drauf hätte. Das ist leider noch nicht so, aber ich muss jetzt gerade die Sachen so im Vorhinein aufnehmen, sonst ja, wird es für mich zu stressig und dann habe ich immer so ein bisschen auch ja diesen Zugzwang, dass ich euch ja Folgen liefern möchte und das aber dann zeitlich einfach nicht so gebacken kriege und dann nervt mich das selber. Deswegen jetzt mal etwas früher, aber eben dann ohne Precision Farming erstmal noch. Aber wie schon vor ein paar Folgen erwähnt, das wird definitiv Einzug hier halten. Fand ich im 19er schon eine bahnbrechend gute Erweiterung. Genau, und da dann in Kombi wird es eben dementsprechend dann auch noch die Geschichte mit, wie hieß Proceed, geben. Also das kommt dann auch noch mit rein und ja, dann sind wir eigentlich ganz gut hier situiert, dass man das Ganze wirklich auf einem einigermaßen realistischen Maße dann spielen können. Und eben, wird eh dann ein teurer Spaß, das die ganze Geschichte mit Precision Farming, weil wir ja die Thematik wieder haben mit ja, Bodenproben nehmen und das kostet ja alles Geld. Also das wird auch noch mal spannend, wie viel Geld wir da ausgeben müssen für unsere Felder jetzt. Ich hoffe, dass es tatsächlich wieder den Crop Sensor von Vertex auch dann gibt. Das wäre schön. Ansonsten kommt ja, glaube ich, auch ein direkten Mod mit. Ja, und irgendwie nächste Woche wird dann wahrscheinlich auch noch der Patch 1.4 kommen. Also jetzt ist er wahrscheinlich sogar schon da. Gehe ich fast mal davon aus. Ich weiß nicht, ob sie den Patch 1.4 für das Update von Precision Farming bringen, oder ob der nur zufälligerweise jetzt einfach zur gleichen Zeit kommt. Aber da wird es definitiv auch nochmal ein Update geben. Da kommen auch neue Maschinen ja mit rein, haben wir ja schon gesehen. Der Xerion kommt endlich, was mich persönlich schon freut. Den habe ich gerne gespielt auf größeren Karten. Hier würde er jetzt nicht tatsächlich überhaupt nicht wahrscheinlich kommen, weil einfach die Karte dafür auch zu klein ist. Aber wer weiß, ich meine, es kommen ja jetzt auch gute Karten langsam. Und vielleicht wechsle ich dann auch irgendwann mal auf ein etwas größeres Projekt, wo dann auch mehr Geschichten automatisiert laufen. Nicht mehr so viel über. Da muss ich rein. Nicht mehr so viel über selber machen, sondern halt eben mit Cursplay, mit Autodrive etc. Das funktioniert halt hier nicht. Also ich habe mir das jetzt nochmal überlegt mit Autodrive, das kannst du komplett vergessen. Also ich kann, wenn dann nur Ringlinien bauen und das wird Autodrive dann nicht gebacken kriegen, weil dem dann die Wege einfach viel zu lang sind. Und das nicht mehr, ja, nicht mehr für sich geregelt kriegt. Das ist so ein bisschen schade hier, aber andersrum ist auch die Karte jetzt nicht so groß, dass ich zwingend unbedingt Autodrive bräuchte.
Und wir sind halt auch von der Hofgröße her so, dass ich es definitiv nicht brauche. Aktuell noch. Also da müssen wir einfach schauen. Wie gesagt, vielleicht gibt es irgendwann dann mal ein anderes Projekt mit größeren Maschinen, mit Automatisierung, dann auch mit Sicherheit mehr mit Produktionen etc., dass man da so ein bisschen aktiver in dem Bereich wird. So, ich glaube aber, ich lasse Johnny jetzt trotzdem Johnny sein. Er hat jetzt hier weiter mit dem hier noch. Schauen wir mal, ob ich das hier hinkriege. Das gute Drehschemel fahren. Quasi Drehschemel. Ja, natürlich die Deichsellänge, also im übertragenen Sinn Deichsellänge, bei dem schon relativ gut ist, gell? Der dreht schon recht ruhig eigentlich, wenn man es genau nimmt. Und gewaschen gehört er langsam mal. Mein Güte. Das Ding sieht aus, ey. Brutal. So. Lassen. So, perfekt. Gut, dann haben wir das. Einmal vorwärts bitte. Und dann holen wir Ballenpresse. Werden, glaube ich, einmal schnell zum Tanken fahren, oder? Ah ne, jetzt machen wir erstmal das eine Feld mit den Heuballen. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen noch. So, einmal kurz so. Und dann schauen wir, dass wir weiterkommen. Perfekt. Ach, das letzte Mal waren wir, glaube ich, auch mit dem Klaas unterwegs, mit der Ballenpresse. Kommt mir gerade so jetzt, wo ich das Bild gemacht habe. Da waren wir ja auch mit dem unterwegs. Aber da haben wir. Ja, da haben wir noch Stroh gepresst, genau. Das war's. Einmal Stroh gepresst. So. Gut. Senken bitte. Dann schauen wir mal, dass wir hier zurande kommen. Ich glaube, das gibt schon ganz gut Ballen hier. Da. Ja, das sind schon ordentliche Schwaden. Das ist schon ganz optimal hier, doch. Das sieht gut aus. Das dürfte was werden. Was war das jetzt? Das war der zweite oder dritte Ballen jetzt in einer Bahn. Also ich glaube, da war der Plan ganz gut, dass man hier wirklich ein Feld voll macht und dann den Rest auf normal Gras geht und da eben dann Silageballen draus macht. Das dürfte, glaube ich, ganz gut klappen. Ja, locker. Locker. Also da haben wir ja mehr als genug Heu jetzt für unsere Kühe. Ja, da kommen wir auch ein paar Tage dann drüber. Ja, sehr gut. Das ist optimal. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Bin ich jetzt nur gespannt, wie viel Silageballen wir dann da rauskriegen. Weil wenn hier auf dem kleinen Acker schon so viel Heu runterkommt, dann wird es auf den restlichen Feldern mit der Silage schon ordentlich. Also ich glaube tatsächlich, dass ich mir drüber Gedanken machen sollte über einen Sammelwagen. Wie gesagt, zumindest leihweise. Ich weiß nicht, was er kostet in der Miete. Aber ich denke mal so 2.500 bis 3.000 Euro.
Aber das kriege ich im Zweifelsfall halt mit Silageballen dann raus. Also das wäre jetzt nicht so das Problem. Das wäre schon ganz okay so. Ja, muss ich mir mal überlegen. Oder es gibt vielleicht den kleinen mit den 8 Ballen wieder. Muss ich den mal raussuchen. Das wäre noch die Alternative. So, nichtsdestotrotz sind wir aber schon wieder am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.